Hallo, ich bin Martin von den Gourmetboten. Es weihnachtet sehr, endlich wieder. Wir haben Weihnachtszeit und daher zeige ich euch in diesem Format super leckere Weihnachtsgerichte, die auch relativ schnell zuzubereiten gehen. Also würde ich sagen, wir fangen mal an. Heute Brezelknödel. Ich habe hier so Laugenstangen, ihr könnt auch alte Brezel nehmen. Gleiche Teig, gerne vom Vortag. Die schneiden wir uns als erstes mal in Würfelchen. Entweder nimmt ihr ein Sägemesser oder ein scharfes Messer. Meins muss ich mal nachschärfen, merke ich gerade. Ich habe hier schon mal ein bisschen Milch aufgestellt. Den bringen wir noch mal zum Kochen. Damit werden die Stücke hier gleich übergossen, dass sie sich schön vollsaugen mit der warmen Milch. Die Milch kocht, können wir ausmachen. Unsere Brezelstücke, wir brauchen eine Schüssel, geben uns alles in eine schöne Schale oder Schüssel. Und übergießen das Ganze jetzt mit der heißen, gekochten Milch. So, dass sie ungefähr knapp bedeckt sind. Alles schön da eintunken. Wir stellen uns die erstmal zur Seite und lassen die durchziehen. In der Zwischenzeit. Wir brauchen eine Zwiebel oder eine Schalotte. Schneiden das Ganze in kleine, schöne, feine Würfel. Immer dran denken, beim Würfelschneiden, umso feiner ihr die einschneidet, die Zwiebel oder die Schalotte, umso feiner werden die Würfel. Und dann nochmal in der Länge. Und dann kriegt ihr ganz einfach perfekte kleine Würfel raus. Stellen uns mal eine kleine Pfanne auf. Schwitzen das Ganze leicht an. Bisschen Öl. Und schön goldbraun anschwitzen. Das kommt dann direkt auch zur Brezelmasse dazu. In der Zwischenzeit nehmen wir uns etwas Petersilie, zupfen uns die Blätter davon ab. Den Strunk wollen wir nicht. Den könnt ihr, wenn ihr eine Brühe kocht, zum Beispiel verwenden und damit reinwerfen. Aber jetzt, wenn wir schöne, feine Petersilienstreifen haben wollen, machen sie keinen Sinn. Die Menge reicht schon. Aufpassen, dass die Zwiebeln nicht anbrennen. Wie gesagt, nur goldglasig anschwitzen. Petersilie drücken wir hier zu so einem kleinen Bund hier zusammen. Ein scharfes Messer und dann ganz feine Streifen runterschneiden. Immer auf die Finger aufpassen, vor allem auf den Daumen. Der sollte dranbleiben. Also guckt, dass der Daumen schön weit hinten ist, wenn ihr schneidet. So, einmal noch in der Konstellation durchgehackt. Und können dann, wir gucken mal, was die Brezeln sagen. Sind die schon durch? Ja, die haben noch ein bisschen, jetzt brauchen wir mal ein bisschen länger, weil wir so eine schöne harte Schicht außen haben, dass sie sich vollgesaugt haben mit der Milch. Zwiebelchen dazu schon mal. Durchmengen, kann Petersilie schon mit reingeben. Jetzt würzen wir das Ganze. Wir nehmen Salz, gerne mehr Salz. Aufpassen, ihr wisst, die Brezeln sind ja schon salzig. Die haben oft auch so eine Salzkruste oben drauf. Deswegen vorsichtig damit. Ein bisschen mehr Salz. Ein bisschen Pfeffer. Gerne frisch aus der Mühle. Und Muskat. Auch da vorsichtig, nicht zu viel, sonst schmeckt es zu seifig. Nur ein bisschen, um den Geschmack rauszukitzeln. Die Menge nochmal durch. Rühren. Lassen es ganz kurz abkühlen noch. Und stellen schon mal unseren Topf mit Wasser vorne auf. Da drin werden die Brezelknödel gleich gekocht. Da wichtig natürlich, alles was ihr an Wasser verwendet zum Abkochen, zum Blanchieren und so weiter, muss Salz drin haben. Es muss gewürzt sein. Ja? Gut, die Masse, ein Ei, genaue Rezept, Mengenangaben findet ihr wie immer unter diesem Video.
So, das Ei unterheben. Seht ihr, habt ihr eine schöne sämige Masse jetzt schon. Und jetzt, so kann man natürlich auch keine Knödel jetzt abdrehen. Das ist viel zu nass. Paniermehl. Ich habe hier Panko-Paniermehl, das ist ein asiatisches, was ein bisschen gröber ist und ein bisschen knuspriger ist. Ihr könnt natürlich auch ganz normales Paniermehl verwenden. Es wird schon immer fester, die Masse. Wunderbar. Jetzt können wir die Knödel abdrehen. Wir machen uns die Hände ein bisschen feucht dafür. Nicht nass, feucht, das ist ganz wichtig. Dann nehmen wir uns hier so einen Knödel, drücken ihn ein bisschen zusammen und rollen den rund. Da könnt ihr selber entscheiden, wie groß ihr die haben wollt. Wollt ihr vielleicht ein vegetarisches Gericht servieren, macht den schönen großen Knödel, Pilzragout dazu, ein bisschen Schwammerl. Oder kleine Golfballgröße, weil es als Beilage geht, zum Beispiel zu einer leckeren Entenbrust oder Gans. Also da seid ihr vollkommen frei. Ihr seht hier, schön zwischen den Handballen rollen, um kleine, wunderbare, schöne Größe zu bekommen. Immer wieder zwischendurch die Hände anfeuchten, ansonsten bleibt die Masse kleben an euren Händen. Und dann kriegt ihr auch keine schönen runden Klöße zusammen. Das kann weg. Den letzten Knödel. Und dann geben wir direkt das Ganze in unser gesalzenes Wasser, was kocht. Wir brauchen circa, wie gesagt, nicht wie dreckige Wäsche kochen lassen, sondern sieden, leicht kochen lassen, 10 je nach Größe bis 15 Minuten. So, in der Zwischenzeit machen wir uns eine kleine schöne Semmelbutter, wo wir dann die Brezelknödel drin wälzen danach. Dafür nehmen wir uns noch mal eine Pfanne, geben da ein bisschen Butter rein, nicht zu sparsam. Genau so, ein bisschen mehr. Wir haben noch unsere schöne Semmelbrösel hier. Welche wir gleich verwenden. Und damit das Ganze noch ein bisschen noch mehr weihnachtlich ist, ich habe hier schön geröstete Mandelsplitter. Die geben wir auch gleich mit dazu. So, unsere Butter schmilzt. Geben wir uns jetzt, wir machen ein bisschen Salz rein. Ein bisschen. So, ein bisschen Pfeffer. Jetzt kommt da reingebröselt unser Paniermehl und von unseren Mandeln. Gucken wir mal, was unsere Knödel sagen. Könnt auch, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob die fertig sind, ist ja manchmal nicht so einfach. Nehmt euch einen raus, am besten der am hässlichsten aussieht. Den könnt ihr nicht mehr verwenden. Halbiert den einfach mal mit dem Messer in der Mitte und dann seht ihr, ist der schon gar. Kostet, braucht ihr noch ein bisschen. Ja. Aber unsere Knödel sind gar. Das heißt, wir nehmen sie runter vom Herd und geben sie jetzt direkt in unsere Semmel-Mandelbutter. Einfach da rein. Herd können wir ausmachen. Ein bisschen durchgemengt. Schön, dass überall von der schönen Mandelbutter was drauf ist. Dann können wir servieren. Ihr könnt die gerne so essen oder als Beilage oder ein Süßchen dazu machen. Zur Ente, zur Gans, was auch immer. Wir nehmen uns noch mal ein bisschen, das streuen wir gleich mal rüber. Nehmen wir uns ein bisschen Petersilie noch. Ein paar Blätter. Schneiden wir uns nochmal schnell. So. Und dann geben wir unsere fantastisch kleinen, leckeren Brezelknödel auf den Teller. Dann noch ein bisschen von der Mandelbutter oben rauf. Petersilie. Und voilà. Fertig, habt die perfekte Beilage für Weihnachten. Also, genießt die Weihnachtszeit,
Genießt die Zeit mit euren Liebsten, Verwandten, Freunden und Familie. Und vor allem esst gut und kocht gut. Bis bald, euer Martin.